Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Apropos Alex, da vorne ist glaube ich eine Elixit-Ader. Und die werden wir uns gleich holen tun. La li la la la. So, mein Guter, dann bau mal ab. Fein hast du das gemacht. Sehr gut. Und wir stravanzen weiter. Denn wir wollen ja endlich mal das Oberhaupt der Berserker kennenlernen, der unter Umständen auch ein Mörder sein könnte. Wir werden es herausfinden. Na, da, da, da. Ich laufe absichtlich ein bisschen hier der Bergkette entlang. Vielleicht finden wir noch ein Erz an. Das wäre ja auch nicht schlecht. Aber schaut gerade nicht danach aus. Was haben wir da? Nordranke. Die ist auch neu, glaube ich. Die hatten wir auch noch nicht, die Blume. Da vorne sehe ich auch eine. Kleine Heilpflanze. Aha, da ist ein Häuschen. Mit zwei Hündchen davor. Das ist einmal ein bisschen speicherungswürdig. Wir werden auch einen ganz neuen Spielstand anlegen. So. Passt. Na, ihr Geviecher. Ihr Geviecher. Genau, Geviecher. Getiere, wollte ich sagen. Nicht wegschweben. Ja. Zack. Ich will ein bisschen wegschweben. Ich ein bisschen Sicherheit bringen. Und mal was trinken. Wow. Und wieder wegschweben. Weil der eine Hornwolf geht mich an. Au. Du das. Du das, du was. Au. Boah. Na, was machst du? Du musst schweben, du Heini. Kann ich schon was trinken, ey. Bitte. Ist du das erledigt? Au! Mann, ey, ich komme jetzt aus dem Fenster nicht mehr raus. Ah, ja, so ist das wieder mal, ne? Oh, Mann, ey. Ich bin gerade aus dem Fenster nicht mehr rausgekommen. Es ist so schrecklich. Wir könnten aber auch mal diese Zaubersprüche nutzen, oder? Da sind die Viecher sowieso weggerannt. Da haben wir eh so viel von dem Zeug. Naja, spare in der Not, dann hast du in der Zeit. Jetzt sind sie nicht weggerannt, die beiden. Toll. Na gut, dann schauen wir uns hier ein bisschen um. Zurückgelassene Nachricht, okay. Schaupapier. Die Entscheidung war nicht leicht. Wenn ihr diese Nachricht abhört, sind wir schon lange unterwegs. Kalan ist die bessere Lösung, auch wenn ihr das anders seht. Geht in den Süden, wenn ihr glaubt, dort sicher zu sein. Folgt uns, wenn ihr eine Zukunft wollt. Wir haben den Untergang überlebt. Doch das hier ist kein Leben, wenn wir Angst haben müssen, von Gesetzlosen überfallen zu werden. Lebt wohl! Aha. Klerika, ne? Künftige. Oh, er speibt mich wieder. Wahnsinn! Diese Sauviecher. So unhöflich. Moment. Wer liegt denn da auf dem...
Wer liegt denn da oben? Es sind überhaupt zwei gestorben. Au. Hallo, ich will da weg. Mal was trinken. Na, würdest du jetzt mal draufhauen? Ah, du, das ist hin. Ja, das hat ja super geklappt. Geht weg. Ach, das ist so ärgerlich, dass ich so schwach bin. Ich glaube, ich werde es los. Ich werde es mal mit so einer Spruchrolle probieren. Ich würde es mal sagen, probieren wir mal. So. Hä? Oh, ich habe was getrunken, ich Depp. Nein, ich habe einen Trank verschissen. Nein, nein, nein. Dreck. Das ist die Frage, ob ich dieses Ding nutzen darf. Jetzt werden wir nochmal das holen. Es tut uns leid. Diese Entscheidung war nicht leicht. Wenn ihr diese Nachricht abhört, sind wir schon lange unterwegs. Ja. Kalan ist die bessere Lösung, auch wenn ihr das anders seht. Geht in den Süden, wenn ihr glaubt, dort sicher zu sein. Folgt uns. Moment, das sind drei? Wir haben den Untergang überlebt. Doch das hier ist kein Leben, wenn wir Angst haben müssen, von Gesetzlosen überfallen zu werden. Lebt wohl. Ja, Fiti. So, dann können wir die mal. Kleriker. Mhm. Noch ein Kleriker. Okay. Metallschrott. Wer redet da? Das müssen früher friedliche Zeiten gewesen sein. Das war Herbert aus dem Orbit. Ach so, das ist ein Radio. Okay. Ich dachte schon, wir quatschen hier. Ein Tresor. Hinterlassene Nachricht. Aha. Großer Mana-Trank, Öllämpchen, Eisenerz. Nichts sonst. Dann würde ich sagen, wir lesen mal, ne? Vielleicht ist ja bei der Nachricht ein Hinweis dabei. Wegen diesem Tresor. Hinterlassene Nachricht. Schriftstück. Nachricht für einen verschwundenen Kleriker. Hab alles nach dir abgesucht. Ein toller Anführer, der mitten in der Nacht verschwindet. Falls du zurückkehrst. Wir sind zurück in der Stadt, in die Stadt aufgebrochen. Mhm. Wo bist du? War die Überschrift. Foto 15. Das alte Bild zeigt einen typischen Arbeitsplatz der alten Welt. Achso, ja, Labor, ne? Zurückgelassene Nachricht. Eine vor sehr langer Zeit verfasste Nachricht. Es tut uns leid. Diese Entscheidung war nicht leicht. Achso. Wenn ihr diese Nachricht abhört, sind wir schon lange unterwegs. Kalan ist die bessere Lösung, auch wenn ihr das anders seht. Geht in den Süden, wenn ihr glaubt, dort sicher zu sein. Hacken wir mal wieder. Folgt uns, wenn ihr eine Zukunft wollt. Wir haben den Untergang überlebt. Doch das hier ist kein Leben, wenn wir Angst haben müssen, von Gesetzlosen überfallen zu werden. 7 stimmt schon mal. 4 und 5 sind falsch. Ah, das stimmt auch nicht, aber die Zahlen sind gut. Okay. Müsste das so sein? Geht doch. Yeah! Elektroschrott und Klopapier. Ja. Wegen dem ja, okay. Oh, eine Assel. Das war's mit dir. Wir brauchen dein Fleisch. Danke. So, naja. So, wo sind die drei Horndeppen? Diese Hühnchen. Wir werden mal speichern. So, nächstes Mal den Loot haben wir schon. Das ist ja schon mal was. ach ja. So, dann werden wir probieren, diese zwei Deppen noch umzuhauen. Auf dem Dach wird wohl nichts sein, oder? Schaut nicht so aus. So. Und wo sind jetzt diese Horn? Ah, da sind sie schon. Ich muss sie ja fragen. Das Vieh mache ich besser.
Wie geht das überhaupt mit dieser... Hat sie jetzt überhaupt hingehauen? Ich glaube, irgendwas haben wir gemacht. Aber keine Ahnung, was das war. Ja. Da. Ja. Au. Ah, anders schon auf die Fresse. Ich halt schnell weg. Au. Jawohl. Sehr gut. Gut gemacht. So. Speicherungswürdig auf jeden Fall. So. Passt. Das haben wir geschafft. So, dann gehen wir weiter. Zumindest probieren wir es mal. So, und zwar in die Richtung. La 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 la. So, eine Art Teleporter gibt es hier scheinbar nicht. Hier hat auch keiner was versteckt. Tap, tap, tap. Da scheint auch nichts Besonderes zu sein. Da oben haben wir ein Viechlein. Ich werde mal was essen. Na nun. Den hauen wir weg. Au, oder er haut mich weg. Ist eh nichts Neues. Aua. Zack, zack. Da ist wieder, glaube ich, so eine Art Roboter, wollte ich sagen. Traptor. Au. Okay, hin ist er. Ah na, das ist wieder dieser alte irgendwas. Das muss ich ihn machen lassen. Am besten. Ich speichere das. Bevor wir da verrecken. Das muss ich Duras machen lassen. Dann können wir den seine Erfahrungspunkte auch gleich mitnehmen. Na, Viech. Hallo, du Viech. Das Vieh mache ich platt. Ja, Schaden hat er gekriegt. Zack, zack, zack. Boah, weg. Du, das macht er schon. Oje. Ja. Zwei, drei, vier, fünf. Ja. Ja, lass dich schön von Duras verprügeln. Oh Gott, soll ich mich angreifen? Komm, Sechse. Jawohl. So, Duras, du darfst wieder. Au. Fünfe, Sechse, zack. Man merkt, dass unser Ausdauer schon echt gut gestiegen ist. Wir können schon viel besser angreifen. Ja, ja, schreite nur. Zack. Mhm. Oh Gott. Okay. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, ein bisschen noch. Zwei, drei, vier. Oh, zack, 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 zack. Au. Boah. Der hat gesessen. Du das? Bist du erledigt? Na, Gott sei Dank nicht. So, schnell mal ein kleines Tranken trinken. Oh Gott, was ist das jetzt schon da? Boah. Was bist denn du? Ein Raptor. Oh Gottchen. Mal schnell was trinken. Oh.
Okay, ich glaube, da kann ich den Zauberspruch benutzen. Das wäre es erledigt. 120 hat er gegeben. Der Alte ist schwächer. Okay, interessant. Hätte ich schon gedacht, dass so ein Alter mehr drauf hat. Na, den brauche ich normal nicht. Ah, und geil, ist erledigt. Jetzt hat er schon wieder ein Duras umgebracht. Du Mistviech. Na, echt jetzt? Ich hoffe, dass er verwundet. Ich schau mal, ob der jetzt echt tot ist. Ich fürchte ja. Ich hatte die Hoffnung, dass er nur bewusstlos ist. Gott sei Dank, das ist nur bewusstlos. Ich dachte, du hältst mir den Rücken frei. Ja, habe ich ja probiert. Ich kann nichts dafür. Gott sei Dank, er ist nur bewusstlos. Ich habe schon Angst gehabt, dass er stirbt. So. Da oben wäre wieder so einer wie der. Ich glaube, das lassen wir mal. Wir heben uns für später auf. So, noch ein Tränkelein. Bald habe ich keine mehr, wenn ich so weitermache. Mal was futtern zwischendurch. Da. Und laufen wir weiter. Da müssen wir scheinbar hier rüber. Aber die geben halt ordentlich viel Erfahrung. Diese Aktionen sind zum Glück nicht umsonst. So. Jetzt müssen wir mal kurz schauen. Ah, da sind wir ja schon bei ihm. Super. Das kann nicht mehr weit sein. Was haben wir da vorne für ein Viech? Eine Ratte, glaube ich. Wir werden auf jeden Fall trotzdem speichern. Die Ratte machen wir noch platt. Aha, da hat er sich scheinbar was aufgebaut. Zack, zack. Das ist schon eine große Pestratte. Zack, 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 zack. Alter, du Mistviech. Ja, geht ja. So. Und dann schauen wir mal nach, was unser Schäfchen so macht. Ein Weltenherz. Hat er da ein Weltenherz gepflanzt? Cool. Hallöchen. Mit Ihnen werden wir die Welt heilen. Ein Herz nach dem anderen. Mhm. Wow, das ist echt groß. Und da haben wir ihn schon, Dorgal. Den Chef der Kleriker. Aber mit dem quatschen wir. Quatschen wir? Geht's ihm aus? Geht's ja aus, oder? Dann quatschen wir doch mit ihm. Harry! Du bist hoffentlich nicht gekommen, um hier Ärger zu machen, oder? Du bist hier der Wachposten? Ja, richtig. Ich bin Thorgal, Wache des Weltenherzes hier. Und du wirst ihm keinen Schaden verursachen. Sonst gibt's was mit der groben Kelle, klar? Dem tun wir doch bestimmt nichts an. Worauf sollte ich in dieser Gegend achten? Wie ist die Lage? Der Berserker Askor ist tot. Genau, fahren wir gleich mit der Tür ins Haus. Na, worauf sollte ich hier in der Gegend achten? Worauf sollte ich in dieser Gegend achten? Das weißt du besser als ich. Ich verlasse unseren Stützpunkt nur selten. Denn nur die Palisaden bieten halbwegs Schutz. Wenn du allerdings im Dickicht überrascht wirst, sieht es meist anders aus. Also sei vorsichtig. Verlass dich auf dein Gehör und schärf dein Auge. Mhm. Dann passiert dir nichts. Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Na, sieh dich doch mal um. Dann kommst du vielleicht von alleine drauf. Ein Weltenherz zu bewachen ist keine einfache Aufgabe. Und jedes Mal, wenn es einen unserer Leute zerlegt, schnürt sich mir die Luft ab. Schließlich zählt jeder Mann. Eure Posten sieht unterbesetzt aus. Ach, bist auch schon draufgekommen. Euer Posten sieht unterbesetzt aus. Ragnar, unser Anführer, hat mir eine stattliche Eskorte zugeteilt.
Einige von ihnen habe ich mit einem unserer Setzer zu einem Hof in der Nähe der Kuppelstadt geschickt. Dort sollten sie ein paar Vorräte für uns auftreiben. Dass sie noch nicht zurück sind, verheißt nichts Gutes. Zumal es nicht angehen kann, dass Rock, also dieser Setzer, mich hier hängen lässt. Ich verstehe nichts von der Pflege eines Weltenherzes. Das ist seine Aufgabe. Na gut, dann werde ich mich mal um diese Sache mit dem Setzer kümmern. Ich kläre die Sache mit deinem Setzer. Ich wäre ein Idiot, wenn ich das Angebot ablehnen würde. Sei aber vorsichtig. Es muss einen Grund geben, warum er nicht zurückgekehrt ist. Zur Erinnerung, unterhalb der Kuppelstadt findest du ein Gehöft. Dort solltest du nach ihm suchen. Okay. Ja, Quatsch. Na, machen wir das beim nächsten Mal. Na gut, lieber Thorgal, lieber Turas und ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Die Weltenherzen schauen so cool aus und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!